herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind vom wenigen Schnee in die Sonne geflohen. Es geht zum Kiten. Ganz und wo sind wir? Genau. Zwischen Hurghada und Elguna in der Seahorse Bay. Seahorse Bay, aha. Ich habe noch kein einziges Seepferdchen gesehen, muss ich sagen. Ja, auf der Suche nach Wind sind bereits zwei Schirmchen draußen. Und wir nehmen euch jetzt auch mal ein bisschen mit, was die Unterkunft angeht, das Essen, natürlich auch das ganze Equipment und unsere Bay zum Surfen. Und das erste Problem ist hier schon mal, wie kriege ich mein Schirmchen, weil von selber funktioniert da gar nichts. Und als kleiner Trottel ist es immer ein bisschen peinlich, wenn man sagt, ab geht's, jetzt Schirmchen, aber genau das werde ich jetzt also machen. Also sobald Wind ist, muss man einfach unten reingehen und sich das holen, weil die Jungs sind nicht so wild drauf, irgendwie in den Wind zu starten, haben wir den Eindruck, gell? Ja, gestern war ich eine Stunde alleine tatsächlich. Aber da hatte ich zumindest Platz, weil Lenken ist auch noch schwierig. Ja, aber du machst es schon ganz gut. Besser als ich. Wir zeigen euch jetzt mal ein bisschen die Unterkunft. Das sieht alles so aus. Hier ist ein kaltes Becken. Hier hängen die Anzüge beim Trocknen. Nach dem Kalten gibt es da hinten eine Sauna. Die gibt es allerdings nur zweimal die Woche. Und wenn man sie öfter haben will, ist das gar nicht so einfach. Wir haben sie jetzt schon dreimal gekriegt. Aber das ist schwierig. Also mit mehr Zahlen geht da auch nichts. Die sagen, das ist Service. Aber irgendwie kriegt man es halt nicht jeden Tag. Auf jeden Fall hier eigentlich mega cool. Sauna ganz schön düster, aber gut. Und jetzt geht es in die Kammer des Equipments, was ja nicht minder wichtig ist, sage ich mal. Subs gibt es gratis, wenn es keinen Wind hat. Also eigentlich theoretisch immer, weil offiziell gibt es hier, glaube ich, nie Wind. Der Windmesser ist übrigens defekt. Deswegen sagen die, ja, geh raus und fühle. Und ich denke mir so, nee, habe ich keine Erfahrung, ist schwierig. Also hier sind wir jetzt in der Vorratskammer, wo es die ganzen Kites und das ganze Equipment gibt. Man kriegt so eine Box zugewiesen, wo du halt dann dein Stuff reintun kannst. Wir haben nichts, deswegen ist es leer. Genau, was immer so ein bisschen nervig ist. Hi. Was das sind so bisschen, die Kites, genau, oder? Was immer so ein bisschen nervig ist hier, muss man sagen. Mir ist gestern passiert, ich habe einen einfach hier mitgenommen oder mitbekommen. Was auch Standard ist. Was auch Standard ist. Und am Wasser wurde mir dann mitgehört, ja, der ist zu gut für dich, wir besorgen dir einen anderen. Und dann stand ich erstmal eine Viertelstunde im Wasser. War ich so ein bisschen uncool, weil das kann man ja hier timen, dass man sagt so, hey, du kriegst den kalt und fertig. Ja, das wäre besser. Die Ausrüstung ist übrigens von Core. Hier sind dann die Trapeze, Helme und die Boards. Und auch da muss man eigentlich selber schon wissen, was man haben will. Also das ist so semi. Und die Trainer sind so ein bisschen, wenn man es jetzt böse sagen würde, ja, ein bisschen demotiviert oder wie auch immer sehr streng und nicht so diese, hey, wir wollen dir was beibringen. Nee, also jetzt hat es Wind, würde ich behaupten. Und jetzt werden wir da mal wieder eine der Ersten sein, die überhaupt ihr Zeug schnappen und rausgehen. Ja. Und das als Anfänger ist halt schon ein bisschen seltsam. Das stimmt, ja. Hier gibt es einmal in der Woche Barbecue. Und dann wird man hier vom Feuer geräuchert. Und hier gibt es jeweils Frühstück und Abendessen. Und ja, Mittag kann man sich auch was kaufen, wenn man möchte. Das zeigen wir euch aber dann noch im Detail. Und jetzt geht's mal in unser Zimmer rein, oder? Ja, jetzt schauen wir hier. Da wird geguckt, ob Wind ist. Und die Jungs stehen schon da. Und dann schauen wir mal, ob wir weiter was reißen können, oder? Ja, das geht jetzt schon. Also eins habe ich gelernt, wenn schon Schirmchen am Wasser sind, dann ist Wind. Hier muss man das Trinken kaufen. Hier kann man eben sein Essen shoppen, zeigen wir euch aber noch. Und jetzt zeigen wir mal das Zimmerchen her, oder? Also wir haben mit Gemeinschaftsbad, da gehen quasi drei Zimmer in ein Bad rein. Das sieht so aus. Wasser ist ausreichend, ist auch schön warm, also da kann man nichts sagen. Sauber ist es soweit auch. Das passt, oder? Und so sieht das Zimmerchen aus. Also das passt soweit auch alles fein. Kann man nichts sagen. Und ja, jetzt werden wir uns dann mal in Schale werfen und aufs Wasser hüpfen. Das Beste des Tages. Weil deswegen sind wir ja, jetzt habe ich meinen GoPro-Adapter runtergeschmissen. Genau. Also das Einzige, was echt, echt nervig ist, ist so ein bisschen, dass man sogar das Trinkwasser kaufen muss, also dass da gar nichts inklusive ist. Und eben, dass von der Kaltschule so wenig Motivation da ist, dass da wirklich was passiert. Weil, also das ist echt, wenn man nicht selber startet, dann startet hier keiner. Und dann, wenn man mal angefangen hat, dann kommen die irgendwie alle. Wir machen uns immer so ein bisschen zum Affen, weil wir einfach früh draußen sind und die Letzten sind, die im Endeffekt ja, und offiziell ist von 9 bis 17 Uhr Kaltzeit und in echt startet hier nichts vor 11:30. Ja. Und am liebsten würden sie um 4 schon wieder zusammenpacken. Und hier sind wir.
Ibi and Friends. Wir haben ja auch noch sehr coole Leute kennengelernt. Wer bist du denn? Stell dich doch mal kurz vor. Hi, ich bin Chris und seit 4 Jahren Teilzeitkalter. Ab geht's! Juhu! Da muss man sich beeilen, damit der Wind nicht wieder verschwindet, bis man alles anhat. Weil jetzt nehmen wir euch im Zeitraffer mit zum Anziehen und das dauert. Nico kommt jetzt hier drüber gesprintet, nur damit er schneller ist wie ich. Das Leben ist ein Battle. Wer schon mal einen Neoprenanzug angezogen hat, der weiß, wie aufwendig das sein kann. Und dementsprechend dachte ich nehme euch mit, weil es sieht natürlich auch witzig aus, dass man das ganze Equipment dann tatsächlich anhat. So, für uns heißt es hier zum Strand vorwandern. Da geht diese Straße entlang, also die ist absolut ungefährlich. Aber es ist keine direkte Strandlage, wo ist das eben heißt. Guten Morgen in die Schweiz. Wir sind am Start. Ihr auch? Jawohl. Kann direkt einen Zugang hier. Ah, ein Hunti. Ja, sogar mehrere. Auch wenn man selber ready ist, bedeutet das nicht, dass es die Ausrüstung auch schon ist und dementsprechend hier der nächste Zeitraffer vom Leinen- und Kiteaufbau. Nico ist fleißig beim Aufwärmen. Der ist da ja immer ein bisschen braver wie ich. Was hast du genau vor? Und ja, ich binde mich jetzt gleich mal ein. Da kenne ich mich gefühlt immer noch zu wenig aus, aber das kriegen wir schon hin. Ja, diesmal haben wir das Windloch so ein bisschen gefunden, fürchte ich. Also gerade eben war noch Wind, jetzt wird es weniger, verdammt. Die meiste Zeit ist irgendwie Hoffen auf Wind angesagt. So, ich bin jetzt zumindest mal draußen. Ich bin die Erste, wie immer, wie beim Skifahren, nur dass ich hier halt keine Ahnung vom ganzen Stuff habe. Ist leider ein bisschen böig. Kann ihn gerade nicht so sehr davon überzeugen, am Himmel zu bleiben. Aber wir werden uns das Ganze jetzt gleich mal anschauen. Na, fährst du da hin? Könnt, ist relativ wenig Wasser, weil Ebbe ist und jetzt wartet jeder auf Wind, außer Petra. Petra muss natürlich. Und hier drüben seht ihr diesen Pool, ich weiß nicht, ob ihr den seht, wo es türkis das Wasser so wird, da ist so ein Pool, da fällt es dann ab und da kann man sich dann auch drin bewegen. Ah, da kommen die anderen, die Schweiz. Ah, und es funktioniert, mega. Das ist übrigens der Simon, der uns das beigebracht hat, zu fahren. Der einzig fähige Trainer hier in unseren Augen. Da ist Petra. Petra! Nico, der Coach! Motivieren musst du also ein bisschen. Bist du sicher, dass du Petra motivieren musst? Nee. Der war gut. Und das ist dann, wenn man zurücklaufen muss und den Kind im Wasser hat, das ist immer ein bisschen essen. Petra kann es nicht lassen, auch bei wenig Wind probiert sie am Start zu sein. 15er Kite und es funktioniert nicht. Oh. Vielleicht sollten wir ein neues Hobby holen und Kamel reiten. Ein Besuch in El Guna Marina am Hafen.
Noch vor dem Frühstück kurz am Meer. Schauen, ob der Wind kommt, kann man natürlich so nicht sagen. Aber wir sind noch ziemlich allein. Schaut mal, es hat die Flut überstanden. Also ist nicht von uns, aber süß. Und jetzt seht ihr auch tatsächlich mal, wie das mit dem Frühstück shoppen so läuft. Mir jetzt nicht ganz gereicht. Ich habe noch selber Müsli mitgebracht. Hier wird jetzt gewartet, bis das Frühstück kommt. Da hat jedes Einkaufs wirklich in so eine Nummer. Und jetzt warten wir mal, oder? Bin ich die Nummer 2? Ja, ich bin die 7. Und da gibt es hier bei der Ausgabe nachher das Frühstück. Und da kann man toasten. Natürlich war ich viel zu hungrig und habe erst nach dem Frühstück wieder weitergefilmt. Wir machen Zwischenstopp in Istanbul. Rückflug vom Kiten. Ja, leider hat der Wind nicht so ganz mitgespielt. Wir hatten nur 3 Tage guten Wind und 4 Tage keinen Wind. Aber es war trotzdem schön. Nur diese Schule würden wir nicht direkt empfehlen, weil einfach die Motivation von den Mitarbeitern nicht mehr so hoch war. Die waren zwar alle nett, aber wir waren auch ganz schön viel allein im Wasser tatsächlich. Ja, und man musste die irgendwie so ein bisschen zwingen, wenn so ein bisschen Wind war und irgendein Kite gepasst hat, dass man den auch bekommt. Naja, war ein bisschen... Ja. Also für uns geht es definitiv wieder mal zum Kiten, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber eben nicht zur gleichen Schule. Damit hoffen wir, es hat euch gefallen. Wir dachten, wir zeigen euch das trotzdem mal, weil vielleicht ist es für euch ja auch interessant. Ja, aber cooler Sonnenaufgang. Und dementsprechend kann man ja auch mal was herzeigen, was nicht so optimal ist, finde ich, damit ihr nicht in die gleiche Falle reintappt. Eguna zum Kiten hat mir damals deutlich besser gefallen und dementsprechend spechtle ich da schon auf den nächsten Urlaub. Ja, es wird jetzt schon geplant. Im Plan. Dann haben wir diesmal auch keinen Zwischenstopp, sondern können direkt. Ja. Ist aber so schön hier. Toll, ja.